Morgen, Kadetten. Was macht ihr denn alle schon so früh? Heute ist doch Sommeranfang. Und bei Sonnenaufgang im Sommer muss ich immer zu singen. Singen ist auch primo, aber muss die Sonne denn schon so früh aufgehen? Und so laut? Oh, mir war gar nicht bewusst, dass euch mein Gesang stören und dadurch aufwecken könnte. Dein Gesang stört uns auch gar nicht. Aber geht es vielleicht nicht ganz so früh? Und leiser? Tut mir leid, Leute. Aber wenn ich den Sommersonnenaufgang sehe, kriege ich einfach dieses Bedürfnis, ein schönes Sommerwecklied zu singen. Ups, ich hab's schon wieder getan. Tut mir leid. Wow, ihr seid ja alle so früh auf. Das nächste Mal könnt ihr ja mit mir joggen gehen. Also, dann können wir ja anfangen. High five, Kumpel. Da wir jetzt alle wach sind, ziehen wir uns an und beginnen unser Training, okay? Okay, Kadetten. Wir werden nun werfen und fangen trainieren. Werft euch den Ball gegenseitig zu. Das ist gar nicht so einfach. Ihr müsst euch gut konzentrieren. Ich bin soweit. Oh. Ja, ich auch. Okay, Rod, wirf den Ball. Hab ihn. Ein super Pass. Du bist dran, Brody. Ja, was ist denn? Ich meine... Oh, er fliegt in deine Richtung, Penny. Ah! Was war das? Oh, ich glaube, dieser Ball ist für mich bestimmt gewesen. Sorry, Freunde. Ich bin wohl ganz kurz eingenickt. Ich habe das Gefühl, ihr seid heute alle ein wenig zu müde für weitere Übungen. Gut gemacht, Kadetten. Drei von euch haben sich ihr Abzeichen damit schon verdient. Wie läuft es bei dir denn so, Penny? Du hast nicht mehr viel Zeit. Es läuft alles wie am Schnürchenbär. Mein X müsste genau hinter dieser... Was ist das denn? Die Zeit läuft gleich ab, Penny. Okay. Ich muss mir nur kurz was ansehen. Ich tauche auf. Sammy? Ist alles okay? Hi, Penny. Ich bin irgendwie aus meinem Boot rausgefallen und jetzt komme ich nicht mehr rein. Nur keine Sorge. Kadettin Penny ist zur Stelle. Puh, vielen Dank, Penny. War mir ein Vergnügen. Mein Kartenleseabzeichen. Ich muss los. 3, 2, 1. Die Zeit ist um. Tut mir leid, Penny. Du musst es später wohl noch mal versuchen. Okay. Kehre zurück zur Basis. Hallo, Jungs. Sei nicht traurig, Penny. Das nächste Mal klappt es mit dem Abzeichen. Ja, ganz sicher. Kein Grund zu schwitzen. Ich schwitze doch niemals. Ich bin ein Pinguin. Und Pinguine sind super mega cool. Okay, Kadetten. Gute Arbeit. Das war's für heute. Super! Ja. Ja, hey. Lass uns was Lustiges machen. Ja! Oh, ja. Speedy. Kann ich's gleich noch mal probieren mit dem Kartenleseabzeichen? Ja? Natürlich, weil du es bist. Ja! Also, und was machen wir drei jetzt? Am besten was super mega Lustiges! Wie wär's mit ein paar coolen Dance Moves? Ich will Penny nicht alleine lassen, wenn sie sich ihr Abzeichen holt. Du hast recht! Wir könnten ja was machen, was uns Spaß macht und auch Penny. So wie eine Schatzsuche. Hä? Ja, wir machen eine wichtige Karte und sie muss ihr folgen. Primo! Und wir verstecken eine Schatztruhe. Die Karte führt Penny dann direkt zum Schatz. Na dann los! Eine Schatzsuche ist wirklich eine super Idee. Aber wir brauchen noch eine Schatztruhe. Ich hatte da eher an etwas anderes gedacht. Etwas Piratiges? Ei, Matrosen könnt ihr gerne haben. Das ist gut. Sekunde mal. Penny soll doch ganz bestimmt in der Schatztruhe auch einen Schatz finden, oder nicht? Ja, und Pennys Lieblingsschatz ist eindeutig Grilleis. Bea, gibst du Penny die Karte, während wir die Spuren legen und den Schatz verstecken? Ei, ei, lieber Captain Brody. Okay, Kadetten. Dann wollen wir jetzt mal Penny helfen, sich ihr Abzeichen zu verdienen.
Auf uns! Los geht's. Diesmal hole ich mir aber mein Kartenleseabzeichen. Also gut. Hier ist deine Karte. Eine echte Schatzkarte? Das ist cool. Das wird sicher super lustig. Hinweise sind platziert. Jetzt müssen wir nur noch die Schatztruhe verstecken, sodass Penny sie auch finden kann. Hey, lass uns doch reden wie so richtige Piraten. Haha! Ja, Lein los! Los, wir suchen ein gutes Versteck! Und los! Siehst du auch diese Schatztruhe da? Oh ja, und ob ich das tue? Danke, Licht, die holen wir uns! Ja, wir Krokopiraten, wir sind voller Wir müssen den Schatz bei diesen Felsen verstecken. Die Schatzkarte wird Penny genau hierher führen. Ja, wir Krokopiraten, wir sind voller Piraten. Krokopiraten, schnell, wir versenken die Truhe! Zu spät. Das Schiff löst uns auf. Jetzt. Igitt, könntest du nicht vielleicht ein bisschen trockener abbiegen? Rod? Ihr seid gerade falsch abgebogen. Oh ja. Brody, umdrehen. Nach links, schnell. Links? Okay. Nein, ich meinte doch da hinten. Rod? Ist einer der Kontrollpunkte etwa hier in diesem Baum? Ich fürchte, ich muss irgendeine Ausfahrt verpasst haben. Willst du mal sehen, wie die Insel Paradiso verkehrt herum aussieht? Das ist ja sowas von cool! Von hier oben kann man einfach alles sehen! Weißt du, Pinguine sind nämlich nicht so oft weit oben in der Luft. Okay, Swift. Es wird Zeit, dass deine Co-Pilotin dich zu den Kontrollpunkten lotst. Ach ja, das Abzeichen. Also gut, Swift. Fertig machen für den ersten. Oh, sieh mal, Herr Gänsefuß. Und wo ist der Kontrollpunkt? Oh, richtig. Okay, Swift. Wir müssen über diesen riesen Felsen fliegen. Der Kontrollpunkt ist direkt dahinter. Geh runter. Gut, das war der erste. Jetzt nach oben und dann links. Okay, da vorne müssen wir nach... Hä? Hallo, Herr Gänsefuß. Penny? Und jetzt? Penny! Oh, du hättest nach links fliegen sollen. Flieg zurück. Hä, zurück? Und jetzt runter. Jetzt runter? Moment, ich meinte rauf runter. Rauf runter? Das andere rauf. Ach egal, zu spät. Leute? Habt ihr euch etwa verflogen? Ist alles in Ordnung? Naja, es könnte besser sein. Ich bin nur etwas abgelenkt gewesen. Und jetzt runter. Jetzt runter? Moment, ich meinte rauf runter. Rauf runter? Ach egal, zu spät. Okay. Also, was ist geschehen? Ich glaube, ich habe mich mehr darauf konzentriert, nicht nass zu werden, als ein guter Co-Pilot zu sein. Ich wollte Rod zeigen, wie schnell ich brausen kann. Vroom, und habe nicht zugehört. Und ich habe mich viel zu viel von Herrn Gänsefuß ablenken lassen. Er ist aber auch wirklich sehr nett. Ach, Penny. Darum üben wir ja, damit wir aus Fehlern lernen können. Ja, wenn ihr von Anfang an alles perfekt machen würdet, bräuchten wir die Topwing-Akademie nicht. Das Co in Co-Pilot steht für Kooperation. Ihr müsst mehr zusammenarbeiten. Also, können wir es noch mal versuchen? Ja, dürfen wir? Es ist schon ziemlich spät. Bitte, Speedy. Tja, wie lange wollt ihr denn noch hier rumstehen? Nichts wie los, Team Topwing. Wuhu! Yeah! Zeit, die Federn zu schwingen. Okay, Kadetten. Beide Teams müssen den letzten Kontrollpunkt auf der Karte erreichen, bevor die Zeit abgelaufen ist. Ich weiß, ihr schafft das. Konzentrier du dich auf den Weg, Rod, und ich versuche dich nicht nass zu machen. Okay, links, jetzt.
rechts. Geradeaus und scharf links und dann rechts. Ich werde die Kurve etwas langsamer nehmen, um dich nicht nass zu spritzen. Dann geht uns die Zeit aus. So ein bisschen Wasser wird schon nicht wehtun. Alles okay, Co-Pilot? Ja, nur etwas nass. Weiter! Wuhu! Gut gemacht, Kadetten! Schneller, Brody, schneller! Okay, das war der erste Kontrollpunkt. Jetzt fliegt nach links. Das war der zweite. Der nächste ist... Wow! Was für eine tolle Aussicht! So kann ich es mir in Ruhe später ansehen. Okay, jetzt runter. Wird gemacht. Soll ich jetzt hochziehen? Noch nicht, noch nicht. Jetzt! Wow! Hast du das gesehen? Ein super Flugmanöver. Links, rechts halten und dann gerade weiter. Verstanden. Links, runter und drauf. Diese Schlucht ist ziemlich eng, Penny. Und was nun? Das wird jetzt ziemlich knifflig. Das schaffst du schon, Co-Pilotin. Wir freuen uns auf das große Bananenfest. Das wird bananisch köstlich. Ja. Das wird das allerschönste Bananenfest, das es jemals gegeben hat. Gibt es denn noch Bananenbrot? Und kühle Bananensmoothies? Keine Sorge, ihr zwei. Die Bananen wurden noch nicht mal geliefert. Hanno ist sicher gerade unterwegs zu uns. Und ihr Zug ist voller reifer, leckerer, gelber Bananen. Aber nicht, wenn die Bananenbanditen sie sich schnappen. Die Bananen wer? Die Bananenbanditen. Diese drei haben bislang jede Banane geklaut, die sie in die Pfoten kriegen können. Hallo, Ward. Gibt's ein Problem? Die Kokosnussbrücke wird repariert. Du musst heute einen Umweg fahren, Hanu. Okay, dann bringen wir die Bananen über die längere Strecke zur Limonenhütte. Oh, stimmt ja. Heute findet das Bananenfest statt. Rhonda backt so leckeres Bananenbrot. Danke, Ward. Man sieht sich. Bis dann, Hanu. Bananen! Bananen! Der Zug ist da. Bananenzeit! Yippie, Bananenbrot! Seht ihr? Ich hab doch gesagt, dass Hanu bald kommt. Und jetzt kann unser schönes Bananenfest endlich beginnen. Oh, die Bananen sind weg! Ach du meine Güte! Die Bananenbanditen haben zugeschlagen. Nein, bitte nicht! Was sollen wir denn jetzt nur tun? Ich kann zurückfahren und neue Bananen holen. Aber was, wenn die Bananenbanditen versuchen, die auch noch zu klauen? Ein klarer Fall für Team Topwing. Ja, wir fahren mit und passen auf, dass die Bananen nicht in die falschen Hände geraten. Danke, Team Topwing. Lasst uns zurückfahren und eine neue Ladung Bananen holen. Ich sage in der Zentrale noch Bescheid. Speedy, hörst du mich? Laut und deutlich, Penny. Was ist los? Die Bananenbanditen haben alle Bananen aus dem Zug geklaut. Oh, das ist gar nicht gut.
Brody und ich sitzen jetzt im Zug und fahren in den Bananenwald zurück. Wir haben Hanu versprochen, dass Team Topwing die nächste Lieferung vor den Dieben beschützen wird. In Ordnung. Swift und Rock werden in Kürze bei euch sein. Cool. Primo. Zeit, die Federn zu schwingen. Diese Banditen sind ganz schön raffiniert. Ich habe sie nicht kommen sehen und auch nicht gehen. Gut, dann werden wir am besten verdeckt ermitteln. Du meinst verdeckt unter den Bananen? Seid ihr am Ende also doch noch aufgekreuzt, hä? Aber klar doch. Auf die Flügel, fertig und los! Team Topwing geht im ersten Rennabschnitt in Führung. Bereit, Penny? Ja! Hab ihn! Beeil dich, Chums! Wir dürfen nicht gegen diese Babys verlieren. Und ich wette, das wird nicht passieren. Das ist der perfekte Felsen für meinen überaus genialen Plan. Wow, ganz schön dunkel hier im Tunnel. Ich schalte mal besser das Licht an. Ich bin fast durch. Rod, mach dich bereit für die Übergabe. Beweg dich. Na los! Upsi, da ist wohl irgendwas ins Wasser gefallen und nicht gerade zufällig. Hä? Was ist das denn? Ein Felsbrocken ist aus dem Nichts gekommen und liegt genau in meinem Weg. Dadurch hat Chomps mich überholt. Penny, ist alles okay? Bei mir ist alles in Ordnung. Ich muss jetzt nur Chomps einholen, so schnell es nur irgendwie geht. Ich glaube, der Felsbrocken fiel nicht zufällig herunter. Oh, das ist wieder mal typisch für Betty Macbeth. Das ist Sabotage. Penny hätte sich wehtun können. Wo bleibt denn nur Penny? Bettys Team übernimmt beim dritten Abschnitt des Rennens die Führung, während Team Topwing immer noch nirgends zu sehen ist. Jetzt komm schon, Penny. Komm schon. Los, Rod, schnapp ihn dir. Oh. Team Topwing ist wieder im Rennen. Das Ganze hier ist ja so irrsinnig aufregend. Ich hab schon Gänsehaut. Und das als Truthahn. Den Teil des Rennens habe ich so gut wie in der Tasche. Ja, wuhu! Rod hat wieder die Führung übernommen. Go, 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 go! Beide Teams liegen Kopf an Kopf. Das ist der letzte Abschnitt, Leute. Und der Ausgang ist noch völlig offen. Hey, wie sieht's aus für uns? Wenn Brody jetzt alles gibt, werden wir gewinnen. Hast du etwa Probleme mitzuhalten? Wenn du möchtest, kannst du mir von hinten zuwinken, während ich gewinne.
Hey Brody, kennst du den schnellsten Weg zum Ziel? Durch die Klippen. Mach das lieber nicht, Rocco. So wie es für mich aussieht, nimmt Rocco den Weg durch den Schiffbruchkanal. Der Schiffbruchkanal ist voller Klippen. Und es gibt einen sehr gefährlichen Wasserstrudel. Oh nein! Das sieht nicht gut aus. Und wenn er es am Ende nicht schafft? Aber die Ziellinie kommt doch gleich nach den Klippen. Du kannst ganz locker gewinnen, Brody. Ich könnte den Pokal jetzt für uns gewinnen. Aber vorher bringe ich Rocco in Sicherheit. Jetzt ist der Stab weg. Er ist in Schwierigkeiten. Rocco wird in den Strudel gezogen. Hab dich! Rocks Torte und sein Truckwing sind jetzt in Sicherheit. Also auf zum Hauptquartier. Wir werden dich so sehr vermissen. Ja, und jetzt lasst uns die Party feiern. Das war eine echt tolle Trainingsmission. Sagt mal, könnte es vielleicht sein, dass ihr irgendwas Wichtiges eventuell vergessen habt? Etwas, was ihr mir sagen wolltet? Oder vielleicht ein Lied? Hä? Überraschung! Zum Geburtstag viel Glück! Zum Geburtstag viel Glück! Zum Geburtstag, lieber Rod! Zum Geburtstag viel Glück! Ihr habt es jedoch nicht vergessen. Danke, Leute. Wie habt ihr es nur geheim halten können? Ach, das war sozusagen ein Kinderspiel. Wünsch dir was, Rod. Herzlichen Glückwunsch! Du hast es, Kikeriki, geschafft! Hoffentlich geht's in Erfüllung. Der ist ja total extra bananig. Tut mir echt leid, dass ich euch geweckt habe. Morgen früh werde ich mich zusammenreißen und euch alle ausschlafen lassen. Das wäre toll. Ja, bitte. Oh. Nacht, Leute. Gute Nacht, Team Topwing. Schlaf gut, Rod. Euch beiden wünsche ich auch ganz schöne Träume. Verlasst euch drauf. Morgen früh werde ich auf keinen Fall laut rumsingen.